Am 2. April hat das Landeskommando MV zum Jahresempfang in das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin eingeladen. Noch vor kurzem wurde in der Landeshauptstadt die Rückkehr von Soldaten aus MV von ihrem Dienst in Afghanistan und anderen Ländern gefeiert. Nun stehen neue Ziele auf der Agenda. Welche Aufgaben sich das Landeskommando MV demnächst widmen will, darüber berichtete in seiner Ansprache der Kommandeur Brigadegeneral Gerd Kropf. Die Aufgaben der Bundeswehr bleiben gleich. Wir als territoriales Kommando sind weiterhin zuständig für die subsidiäre Unterstützung der Landkreise und des Innenministeriums bei Flutkatastrophen. Die Kampftruppe hat den Auftrag, sich jetzt insbesondere auf Bündnis- und Landesverteidigung zu konzentrieren. Die Bundeswehr zählt nach wie vor zu den größten Arbeitgebern und Ausbildern Deutschlands. Das Karrierecenter der Bundeswehr in MV kann sich nicht über den Fachkräftemangel beschweren. Wie es mit dem Nachwuchs momentan aussieht, erläuterte die Leiterin des Karrierecenters Melanie Ihle. Die Bundeswehr hat im Rahmen der Trendwende Personal einen erhöhten Personalbedarf, das ist richtig. Und wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern auf gutem Kurs und können verzeichnen, dass sich hier sehr viele junge Männer und Frauen sowohl für eine militärische als auch für eine zivile Karriere bei der Bundeswehr interessieren. Und aufgrund der hohen Bundeswehrrepräsentanz hier im Land können wir auch vielen jungen Menschen hier eine berufliche Heimat bieten. Demnächst soll der Brigadegeneral Kropf seinen Posten als Kommandeur des Landeskommandos MV verlassen. Wer ihn in dieser Funktion ersetzen wird, steht noch offen.